Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Online-Gottesdienst. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir euch begrüßen können, auch wenn wir euch nicht sehen, aber ihr seht uns und ist ja schon mal eine schöne Sache. Das Thema von unserem Gottesdienst heute ist das Gute weitergeben. Ihr könnt gespannt sein, was ihr heute noch alles erlebt. Es geht ja nochmal um die Knetmasse heute. Die habt ihr ja schon die letzten Male immer gehabt. Ich hoffe, ihr habt sie auch griffbereit, die Knetmasse gleich. Wir würden uns freuen, wenn wir von euch noch ein Feedback kriegen würden. Das war jetzt der dritte Online-Gottesdienst. Ob ihr den regelmäßig geschaut habt, ob es euch gefallen hat, ob ihr sagt, ach nö, interessiert mich sowieso nicht. Oder ja, das wäre uns einfach, würde uns riesig freuen, wenn ihr uns einfach Feedback geben würdet. Ihr könnt es über die E-Mail machen, ihr könnt uns persönlich anrufen oder wenn man sich sieht, einfach, dass wir wissen, ob es gut war. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, nämlich, dann würden wir auch die ganze Sache nämlich weitermachen. Je nachdem, wie lange wir das wegen Corona noch aussetzen müssen. Ja? Jetzt zünden wir aber gemeinsam die Kerze wieder an. Und wir beginnen den Kindergottesdienst wie jeden Kindergottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, also eine richtige Kinderkirche gehört natürlich auch, dass wir ordentlich miteinander singen. Und da erwarte ich von euch, dass ihr daheim kräftig mitsingt, die Fenster aufreißt, erstens, dass frische Luft reinkommt in Corona-Zeiten und zweitens, dass eure Nachbarn da mithören können. Ja? Wir fangen an mit dem ersten Lied hier bei uns, da geht es fröhlich zu. Hier bei uns, da geht es fröhlich zu, wir haben meistens etwas zum Lachen. Kommt herbei, wir laden alle ein, dann feiern wir zusammen ein Fest. Hier bei uns, da geht es fröhlich zu, wir haben meistens etwas zum Lachen. Kommt herbei, wir laden alle ein, dann feiern wir zusammen ein Fest. Gott gab uns Hände, er gab uns Füße, er gab uns einen frohen Sinn. Er gab uns Freunde, die uns verstehen, er sandte uns zum nächsten hin. Hier bei uns, da geht es fröhlich zu, wir haben meistens etwas zum Lachen. Kommt herbei, wir laden alle ein, dann feiern wir zusammen ein Fest. Hier bei uns, da geht es fröhlich zu, wir haben meistens etwas zum Lachen. Kommt herbei, wir laden alle ein, dann feiern wir zusammen ein Fest. Und sehe ich einen ganz einsam stehen, den Sorgen plagen tief und schwer. Dem zu gehen, der alle Sorgen mit uns trägt. Hier bei uns, da geht es fröhlich zu, wir haben meistens etwas zum Lachen. Kommt herbei, wir laden alle ein, dann feiern wir zusammen ein Fest. Hier bei uns, da geht es fröhlich zu, wir haben meistens etwas zum Lachen. Kommt herbei, wir laden alle ein, dann feiern wir zusammen. Grund zur Freude, er macht dem Leben einen Sinn. Und wenn wir sehen, wie einer leidet, dann sendet er uns wohin hin. Hier bei uns, da geht es fröhlich zu, wir haben meistens etwas zum Lachen. Kommt herbei, wir laden alle ein, dann feiern wir zusammen ein Fest. Hier bei uns, da geht es fröhlich zu, wir haben meistens. Kommt herbei, wir laden alle ein, dann feiern wir zusammen ein Fest. So, jetzt dürft ihr wieder die Hände falten und ganz still werden zum Gebet. Guter Gott, jede Freundschaft hat Höhen und Tiefen. Manchmal werden wir von Freundinnen und Freunden enttäuscht und verletzt. Das tut weh. Dann fällt es uns schwer zu verzeihen. Danke, dass wir jetzt hier gemeinsam Online-Kindergottesdienst feiern dürfen. Danke, dass wir gemeinsam singen und beten. Sei du mitten unter uns und halte deine schützende Hand über uns. Gemeinsam beten wir nun in der Stille zu dir.
Danke, dass du uns jeden Tag begleitest. Amen. Als nächstes Lied singen wir das Lied "Ich habe einen, der mit mir geht". Wir sind nicht allein, wir sind immer beschützt und behütet. Ich habe einen, der mit mir geht, einen, der zu mir steht, einen, der lässt mich niemals mehr im Stich. Jetzt hören wir eine Geschichte. In einem Dorf wohnt ein Junge. Und das hier ist seine Mutter. An einem Morgen rennt der Junge ganz aufgeregt nach Hause zu seiner Mutter. Er muss ihr etwas sehr, sehr Besonderes erzählen. Da bin ich ja gespannt. Komm, setz dich zu mir, sagt die Mutter. Mama, ich war beim Spielen auf dem Dorfplatz. Plötzlich ist Jesus gekommen mit seinen Freunden. Und weißt du was? Sie haben mich nicht einfach weggeschickt. Nein, ich durfte bei ihnen sein und zuhören. Ich glaube, Jesus mag mich. Er hat mich ganz lieb angeschaut, als würde er sagen, du bist nicht zu klein, um zu verstehen. Da habe ich natürlich ganz gut zugehört. Mama, was ich gesehen habe, war so schön. Da war also Jesus. Im Kreis herum standen ganz viele Menschen. Jesus umarmte jeden Menschen, legte ihm die Hand auf die Schulter und dann betete er für sie. Mama, es war so gewaltig. Ich spürte, dass von Jesus aus ganz viel Kraft auf die Menschen hinübergesprungen ist. Nachher sagte Jesus, ihr wartet schon so lange mit mir unterwegs und habt gesehen, wie sehr ich die Menschen liebe, wie ich für die Kranken bete und mich um die Armen kümmere. Jetzt dürft ihr auch genau das machen.
Geht zu den Menschen in die Dörfer, liebt sie und seid freundlich zu ihnen. Kümmert euch um ihre Sorgen und betet für sie. Das hat Jesus gesagt. Mama, am liebsten wäre ich mitgegangen, doch ich will ja nicht ohne dich und Papa weggehen. Oh, das verstehe ich gut. Das klingt wirklich spannend. Wie ist es weitergegangen? Was haben die Menschen dann gemacht? Sie haben das gemacht, worum Jesus sie gebeten hat. Sie sind losgegangen aus dem Dorf raus, um anderen Menschen zu helfen und ihnen von Gott zu erzählen. Lass uns doch überlegen, wer hier in unserem Dorf unsere Hilfe braucht. Wer Trost braucht, weil er traurig ist oder für wen wir beten können. Wir beide können Menschen hier im Dorf helfen. Ja, das machen wir. Hallo, ich möchte heute mit euch eine bunte Drehscheibe basteln. Alles, was ihr dazu braucht, ist einmal ein Zirkel, ein Bleistift, einen dicken Faden oder eine Schnur, eine Schere, ein Geodreieck und Stifte eurer Wahl und am besten eine dicke Nadel oder einen Zahnstocher, mit dem ihr dann das Pappestück, das ihr auch noch braucht, durchstechen könnt. Ich benutze jetzt einen Zahnstocher, weil ich keine Nadel habe, aber ja, am besten ist eigentlich eine dicke Nadel. Und am allerwichtigsten natürlich eine Bastelunterlage. Im ersten Schritt zeichnet ihr einen Kreis mit circa der Größe 12 cm Durchmesser auf euer Stück Pappe. Wenn ihr jetzt keinen Zirkel habt oder so, dann nehmt ihr einfach einen runden Gegenstand und paust den ab. Also, dann zeichnet ihr einfach den Kreis einmal auf und schneidet ihn dann mit eurer Schere aus. So, wenn ihr euren Kreis dann ausgeschnitten habt, dann nehmt ihr einfach, kommen direkt schon eure Farben zum Einsatz, dann nehmt ihr einfach viele verschiedene Farben oder eure Lieblingsfarben, wie ihr wollt, und dann denkt ihr euch ein Muster aus und bemalt beide Seiten von eurem Pappkreis. Da könnt ihr drauf malen, was ihr wollt, und wenn ihr ganz kreativ seid, malt ihr auf beide Seiten was Verschiedenes drauf. Also, so sieht bei mir jetzt das Ganze angemalt aus, aber ihr könnt da wirklich eure Fantasie freien Lauf lassen und ich bin mir auch sicher, euch fällt da wieder viel, viel Cooleres und Besseres ein, was man da drauf malen kann, wie mir jetzt einfällt. Aber ich habe es jetzt angemalt und jetzt stechen wir die Löcher rein. Und da holt ihr euch am besten eure Eltern zur Hilfe, weil Löcher und spitze Dinge, das ist ganz schön gefährlich. Und dass ihr auch wisst, wo ihr Löcher reinmachen könnt, zeige ich euch das jetzt. Da braucht ihr nämlich dann auch euren Bleistift. Ihr legt euer Geodreieck oder eure Lineal in die Mitte von eurem Kreis mit der 0 an eurem Lineal. Und dann geht ihr einfach ein oder halt guckt, dass ihr circa in der Mitte seid. Und dann geht ihr davon immer 1 cm nach rechts, 1 cm nach links, macht dann mit eurem Bleistift einen fetten Punkt hin und da stechen wir dann unser Loch durch. So, und wenn ihr dann das vorgezeichnet habt, dann nehmt ihr einfach den spitzen Gegenstand oder am besten eure Eltern und stecht dann einfach ein Loch einmal hier durch und einmal dadurch. Und jetzt seid ihr schon fast fertig, jetzt fehlt nur noch die Schnur. Und dann nehmt ihr eine Schnur, die ist so circa 1,5 Meter bis 2 Meter lang. Da könnt ihr auch wieder eure Eltern fragen, wie lang das circa ist. Ich habe da jetzt schon ein abgeschnittenes Stück. Und dann nehmt ihr die jeweiligen Enden und ein Ende geht durch das eine Loch und das andere durch das andere Loch. Das müsst ihr jetzt durchfädeln. Und wenn ihr dann eure Faden durchgefädelt habt, dann macht ihr einfach einen Knoten rein und dann könnt ihr das eigentlich auch schon benutzen. Dann seid ihr schon fertig. Dann dreht ihr das, dann dreht sich das Teil. Genau. Und entweder ihr behaltet es dann für euch selbst oder ihr schenkt es jemandem und macht ihm damit eine ganz, 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 ganz große Freude. Genau, viel Spaß beim Basteln. Ich würde mit euch jetzt gemeinsam beten und dazu könnt ihr bitte gerne die Hände falten. Danke, Jesus, dass du unser Freund sein willst. Mach uns mutig, von dir zu erzählen. Wenn wir uns über dich freuen, hilf uns, davon weiterzusagen. Weil du gut zu uns bist, lass uns anderen Gutes tun. Wir dürfen dir fest vertrauen. Darum bitten wir dich auch, dass alle Vertrauen fassen können, denen wir in der neuen Woche begegnen.
Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, zum Schluss singen wir ein Segenslied, das ihr alle kennt. Kräftig mitsingen, wir machen ein kleines Vorspiel und dann singen wir es dreimal durch. Der Herr segne dich und behüte dich. Segen zu sprechen. Gott begleite dich durch die nächste Woche. Er sei vor dir, um dir den richtigen Weg zu zeigen. Er sei neben dir, wenn du dunkle Zeiten erlebst. Er sei über dir und gebe dir seinen Segen. Amen. Danke fürs Zuschauen und tschüss!